State of the Accessibility. Wie barrierefrei ist der Cyberspace? Diesem Thema widmet sich Beta Lars, ein autistischer 3D-Artist und Developer mit Spezialinteresse für Accessibility, Creative Commons, FOSS und Blender. Beta Lars, vielen Dank, dass du heute hier bist. Gut. Herzlich willkommen zu State of the Accessibility. Ich bin Beta Lars und ihr seht eines meiner Mittel, das ich nutze im Real Life für Barrierefreiheit, auf dem Bildschirm fliegen, nämlich geräuschunterdrückende Kopfhörer, die für mich einfach die Welt ein bisschen erträglicher machen. Technik hat in den letzten Jahren viel verbessert in Bezug auf Accessibility, aber auch einiges läuft noch nicht gut genug. Heute gibt es einen sehr groben Vortrag mit vielen, vielen Rabbit Holes, die ihr gerne selbst noch ein bisschen mehr erkunden könnt. Ich werde euch eine grobe Übersicht geben, was es denn so an Behinderungen gibt, die in diesem Vortrag ein bisschen relevant sind und wie accessible der Cyberspace aus Perspektive dieser Gruppen ist. Ich werde euch ein paar Tipps geben, was ihr als EndnutzerInnen tun könnt, um die Sache zu verbessern. Und ich werde euch auch ein paar sowohl Meta- als auch konkrete Tipps geben, die ihr als Entwickelnde nutzen könnt, um das Web mehr accessible zu machen. Aber zuerst ein paar Content-Notes. Ich werde ganz kurz über die Pandemie sprechen, also über einen positiven Nebeneffekt. Ich werde sehr viel über Barrieren und Ableismus sprechen und ich werde auch über Probleme mit mentaler Gesundheit und negativen Selbstbildern reden. Da wird es eine Folie geben, die etwas intensiv ist. Ich werde sie durch eine brennende Mülltonne ankündigen. Okay, fangen wir an. Neues in 2021. Es gab eine Pandemie. Und auf einmal hatten auch sehr viele Able-Personen ein Problem, damit rauszugehen. Und siehe da, es war möglich, Online-Events zu veranstalten. Und die haben viele Vorteile für Menschen mit Behinderungen. Zum Beispiel, wenn du keine Löffel hast, ja, dann kannst du halt einfach mal den Laptop zuklappen und du bist zu Hause und kannst dich entspannen. Du musst nicht irgendwo reisen und auf die Willkür der Deutschen Bahn angewiesen sein. Und auch allgemein ist von zu Hause aus an Events teilnehmen logistisch häufig einfacher, als irgendwo hinzufahren. Außerdem, wenn du zum Beispiel eine sichtbare Behinderung hast und einfach nicht auffallen möchtest, kannst du vielleicht einfach nur die Webcam ausschalten oder einen günstigen Ausschnitt wählen und du kannst stealth sein. Und du kannst natürlich auch vom Bett aus teilnehmen oder von anderen Liegepositionen, die für dich angenehmer sind, die aber nicht sehr gesellschaftskonform sind. Unterm Strich macht das Online-Events nicht für alle Menschen, aber für viele Menschen deutlich barriereärmer. Und meine Frage, warum ging das nicht schon vorher? Ich freue mich ja wirklich, dass es den Kongress jetzt aktuell im Cyberspace gibt und ich werde mich sehr dafür einsetzen, dass es auch in den kommenden Jahren weiter eine Remote Chaos Experience geben wird, die gleichberechtigt mit einem Event, zum Beispiel im Messe Leipzig, stattfinden kann und die eben nicht gleich, aber zumindest gleichwertig ist. Und mein großer Wunsch an euch, bitte lasst in Zukunft die Online-Spaces nicht sterben, nur weil es wieder offline geht. Denn auch wenn die Pandemie vorbei ist, Behinderte sind noch immer da. Ich habe übrigens gerade über Löffel geredet. Vielleicht kennt ihr das gar nicht. Da gibt es eine ganze Theorie darum, und das ist, Löffel sind effektiv eine soziale Einheit für Energie. Es gibt kleine und große Löffel und alles, was ihr an einem Tag tut, das kostet Energie.
Menschen mit Behinderungen haben im Schnitt einfach weniger Löffel und müssen deswegen besser damit haushalten. Und Löffel können nur durch Ruhe regeneriert werden. Es gibt auch noch die erweiterte Löffeltheorie, die führt Gabeln und Messer ein. Gabeln, die liegen im Löffelfach und die verhindern, dass du an deine Löffel rankommst. Für mich wäre zum Beispiel eine tickende Uhr eine Gabel, die mich an der Konzentration behindert. Messer, ja, die musst du ausgeben, wenn du eigentlich gar keine Löffel mehr hast und trotzdem noch etwas tun musst. Und das zu regenerieren ist viel, viel langsamer. Gut, aber zurück zum Thema. Die erste Gruppe an Menschen, über die ich reden möchte, sind Gehörlose. Das sind Menschen, die nicht hören oder weniger gut als der Schnitt. Das Internet ist eigentlich in vielen Stellen sehr gut verständlich, weil eben die meisten Informationen als Text und als Bild da sind und da ist keine Barriere. Untertitel existieren auch in relativ vielen Videos, wenn die zum Beispiel irgendwann mal in den USA ausgestrahlt worden sind, ist es im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt, ist es sowieso Pflicht. Und auch sonst gibt es immer auch zumindest bei den größeren YouTube-Channels sehr, sehr häufig Community-Projekte, die Untertitel generieren. Es gibt auch automatisch generierte Untertitel, die teilweise sogar nativ in Android implementiert sind. Die sollten allerdings wirklich nur ein Startpunkt für eine manuelle Untertitelung sein, da die Trefferquote bei guter Audioqualität so bei 90% und bei schlechter bis zu 50% liegt. Und das hilft ein bisschen, aber ist halt nicht wirklich gut. Ich muss aber zum Thema Untertitel noch mal ein ganz großes Sternchen setzen. Denn Menschen, die von Geburt an gehörlos waren, haben vielleicht als Muttersprache Gebärdensprache gelernt. Und die unterscheidet sich natürlich von deutscher Lautsprache und eben insbesondere auch von deutscher Schriftsprache. Und von deutscher Gebärdensprache zu deutscher Schriftsprache zu kommen, ist deutlich schwieriger als von deutscher Lautsprache auf deutsche Schriftsprache zu kommen. Deswegen ist deutsche Schriftsprache eben nicht so wirklich eine Muttersprache. Deswegen ist es extrem wichtig, dass, wo es geht, zusätzlich zu Untertiteln eben auch GebärdendolmetscherInnen zur Verfügung stehen, um eben Barrierefreiheit zu verbessern. Zweite Gruppe, Sehbehinderte. Das sind Menschen, die nicht sehen können oder weniger gut als der Schnitt. Da gibt es sehr viele verschiedene Formen. Manche Menschen können ihre Augen einfach weniger gut fokussieren. Manche Menschen haben Artefakte, die Teile ihres Blickfeldes versperren. Manche Menschen können Farben schlechter sehen. Da gibt es wirklich sehr, sehr verschiedene Ausprägungen. Text im Internet ist relativ gut verständlich, dank Screenreadern, die Text vorlesen können. Podcasts sind natürlich toll, da sprechende Menschen immer angenehmer sind als, also oft angenehmer sind als Screenreader. Und es gibt auch viele Add-ons oder auch native Browser-Features, die Kontraste erhöhen können, die Schriftarten austauschen können. Und für nicht für alle Menschen ermöglicht das das Lesen. Manche können auch schlechter lesbare Schrift noch lesen. Aber es macht es einfach einfacher und es kostet dann weniger Löffel. Was mich persönlich ein bisschen nervt, und wenn ihr von mir Retweets bekommen solltet, solltet ihr das unbedingt auf Twitter tun, Bildbeschreibung und Audiodeskription verwenden. Die gibt es nämlich noch viel zu selten. Und so selten, dass ihr vielleicht von Audiodeskription noch gar nicht gehört habt. Audiodeskription, das ist, wenn ein visueller Inhalt eines Videos von einem Sprecher erklärt wird. Ich versuche zum Beispiel in meiner Präsentation, alle Bilder, die da sind, nochmal irgendwie zu kommentieren, dass das eben Menschen lesen können, Menschen verstehen können, die es eben nicht sehen. Eine weitere sehr komplizierte Kategorie für Sehbehinderte sind Spiele. Denn es gibt nur sehr, sehr wenige Spiele, die nicht voraussetzen, dass Menschen sehr gut sehen können. Es gibt zwar immer häufiger
Filter zum Beispiel für Farbenblinde, aber neben dedizierten Hörspielen für Alexa oder sowas fallen mir da nicht wirklich gute Beispiele ein für Menschen, die wirklich nicht sehen können, also komplett nicht. Wir haben die Kategorie der motorischen Einschränkungen. Das Internet hilft diesen Menschen allgemein schon sehr, weil es funktioniert halt in der eigenen Wohnung und die verlassen es für viele Menschen mit einer mit motorischen Einschränkungen schwieriger. Und Webseiten, die weniger Interaktionen forcieren, sind da auch relativ angenehm zu bedienen. Und das ist eines der vielen Accessibility-Features, auf das sowieso optimiert wird. Weil, naja, es gibt ja diese 3-Klick-Regel, wo alles irgendwie in maximal 3 Klicks erreichbar ist. Und das ist sicherlich auch praktisch, wenn eben Klicke anstrengend sind. Spiele sind auch hier kompliziert. Hier wird viel Fortschritt gemacht. Zum Beispiel gibt es den Xbox Adaptive Controller, der Großartiges geleistet hat und ein wahnsinnig tolles Feature ist, dass Menschen mit motorischen Einschränkungen Spielen sehr erleichtert hat. Und es gibt auch häufiger gute Optionen für Barrierefreiheit, mehr dazu später im Talk. Aber auch hier, es gibt immer noch viel zu viele Spiele, die sehr stolz darauf sind, exklusiv zu sein. Ich nenne zum Beispiel hier mal die Dark Souls-Reihe, die ich eben aus diesem Grunde sehr problematisch finde. Es gibt Leute, die einfach gerne diese Welten erkunden möchten. Und das Spiel macht auch so Spaß. Und ich finde es sehr bevormundend zu sagen, nein, du musst auch in der Lage sein, unsere bockschweren Bosse motorisch zu besiegen, sonst darfst du hier nicht rein. Kognitive Behinderungen. Das sind Behinderungen in der Leistungsfähigkeit des Gehirns. Hier habe ich eine Sache beobachtet, die aus meiner Sicht das Internet in letzter Zeit für diese Gruppe immer schwerer zu bedienen macht. Und das sind Dark Patterns. Dark Patterns sind auf einem Stadium, dass sie wirklich langsam zu einem absoluten Standard im Web geworden sind. Und es geht nicht nur mir, sondern auch ganz, ganz vielen nicht behinderten NutzerInnen wahnsinnig auf den Senkel. Falls ihr es nicht wisst, kennt ihr diese Cookie-Banners, wo das Interesse der Webseite, nämlich, dass sie euch verfolgen dürfen, ganz, ganz einfach zu bedienen ist, aber das Ablehnen von Cookies, was euer gutes Recht ist, ist wahnsinnig schwer? Das ist eines von vielen Dark Patterns. Und Dark Patterns sind häufig, also Dark Patterns erhöhen häufig den Aufwand, den ihr habt, um bestimmte Interaktionen mit einer Webseite zu machen, die nicht im Interesse des Anbieters liegen. Und das ist sowieso schon für Menschen mit motorischen Einschränkungen wahnsinnig problematisch, weil mehr Interaktionen können eben sehr viel anstrengender sein. Aber wenn du eine kognitive Behinderung hast, kann es auch durchaus sein, dass du einfacher in diese Patterns reinfällst und gar nicht realisierst, dass du andere Optionen hast. Ein spezifisches Feature für Barrierefreiheit für Menschen mit kognitiven Behinderungen, das auch relativ selten genutzt sind, ist die leichte Sprache. Leichte Sprache ist sehr selbsterklärend. Es ist Sprache ohne Fremdwörter und kurzen Sätzen. Am besten noch mit Piktogrammen unterlegt. Und Informationen nochmal redundant in leichter Sprache bereitzustellen, hilft es Menschen mit kognitiven Behinderungen, Informationen im Internet besser zu parsen. Okay, jetzt kommen wir zu einer leicht anstrengenden Folie. Das ist nämlich das Internet aus Perspektive von Menschen mit psychischen Störungen. Hier das die versprochene brennende Mülltonne. Ja. Social Media kann Essstörungen verschärfen. Social Media kann Depressionen fördern. Social Media kann ungesund für Angststörungen sein. Social Media kann sehr ablenkend sein. Das kann problematisch sein, wenn du ADHS hast und dich irgendwie mit etwas Sinnvollerem beschäftigen möchtest, als YouTube-Videos schauen, die ja eigentlich nicht mal Spaß machen.
Content Nodes, die Karma-Reaktionen vorbeugen können oder zumindest ein selbstbestimmtes Konsumieren ermöglichen, werden relativ selten genutzt und Ableismus und Cybermobbing gibt es halt auch überall. Alles gut. Hier mal kurz zur Entspannung. Ein niedlicher Landshark ist ein Hai, der ein bisschen wie ein Hund aussieht. Vor allem Sonnenuntergang, weil das Internet ist nicht nur schlimm, wenn man eine psychische Störung hat. Tatsächlich kann es sehr, sehr angenehm sein, Communities zu finden, die eben genauso anders ticken wie eins selbst. Ich zum Beispiel habe mir mit dem Internet einen wunderbaren Freundeskreis und auch mit dem Chaos aufbauen können, wo eben Menschen sind, die eben ähnlich belastend wie ich. Und es ist voll angenehm. Außerdem bietet das Internet marginalisierten Gruppen eine Plattform für Selbstrepräsentation und Normalisierung. Der YouTube-Algorithmus, so kaputt er ist, es ist keine Konferenz, die sagt, ja, ModeratorIn hat eine Behinderung, das ist irgendwie risikohaft, das können wir unserer Zielgruppe nicht antun. Wir können halt einfach hochladen und wenn es geklickt wird, dann wird es geklickt. Dieses Verstandenwerden, dieses Gesehenwerden und dieses Normalfühlen, weil es auch überall kleine Bubbles für Communities mit Behinderungen gibt, das kann wahnsinnig gut tun und eben auch verhindern, dass sich komorbide psychische Störungen entwickeln, weil man eben aufgrund von einer Behinderung sehr oft sehr viel Ausgrenzung erfährt. Aber wir werden jetzt mal wirklich konstruktiv. Was könnt ihr als EndnutzerIn tun, um das Internet besser zu machen? Als erstes, haltet Online-Spaces am Leben. Das ist eine Sache, die sich entwickelt hat, die das Internet sehr viel, also die Welt deutlich barrierefrei gemacht hat. Und die sollten wir uns erhalten. Seid informiert und aufmerksam. Folgt behinderten AktivistInnen. Behinderte Menschen sind über ihre eigenen Bedürfnisse am besten informiert. Und die Quellen aus einer ersten, also die Information aus einer primären Quelle zu beziehen, ist eine sehr, sehr gute Information und kann ich nur empfehlen. Und seid halt ein guter Ally. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die Würde des Menschen ist unantastbar und behindertes Leben ist lebenswert. Und Inklusion ist übrigens auch ein Menschenrecht. Inklusion ist nicht etwas, was wir machen, weil wir so eine tolle Gesellschaft sind und so nett. Inklusion ist ein fundamentales Menschenrecht. Und wir haben auf ganz, ganz vielen Ebenen in Deutschland, in der Bürokratie, in der Bahn, im Joballtag noch so viele unnötige und fiese Barrieren, denen wir uns auseinandersetzen müssen. Habt aber auch Verständnis, dass ja, nicht alle Menschen mit Behinderungen zum Beispiel diesen aktivistischen Kampf immer führen wollen und können. Wie gesagt, Menschen mit Behinderungen haben häufig weniger Löffel und müssen daher sparsamer damit umgehen. Und noch eine ganz persönliche Sache. Mir hilft es, wenn ihr Sarkasmus, Ironie und Joking in Tweets kennzeichnet durch ein, entweder durch das Ausschreiben oder einfach durch eine Kürze mit einem Slash. Slash S für Sarkasmus. Etwas anderes, was ihr tun könnt und was euch ungefähr nur 2 bis 5 Minuten pro Bild kostet, sind Bildbeschreibungen zu setzen. Bildbeschreibungen ersetzen Informationen, die nur visuell existieren und sie sollten am besten so kurz wie möglich sein. Bildbeschreibungen, die wertend sind, sind nicht so gut. Am besten sind sie beschreibend, weil ihr zum Beispiel in einem Comic, und dazu kommen wir gleich, solltet ihr nicht den visuellen Witz erklären, sondern alle Komponenten liefern, die notwendig sind, um den visuellen Witz selbst zu verstehen. Noch eine kleine Besonderheit, auf die ich hingewiesen wurde. Wenn ihr Bildbeschreibung macht, nutzt die gleiche Sprache wie im Kontext. Eventuell könnt ihr hier auch mal was dafür übersetzen, weil nicht überall switcht ein Screen wieder automatisch zwischen Sprachen und den Screen wieder in der falschen Sprache eine Bildbeschreibung vorlesen zu lassen, ist ein bisschen nervig. Okay, aber machen wir mal ganz kurz eine Bildbeschreibung für dieses Comic von XKCD.
Ich habe es übersetzt, weil es ist ein deutscher Vortrag. Also, als erstes schreibe ich Comic, um zu sagen, das ist ein Comic. Dann Text, weil da oben ist ein Text. Versucht ein Netzwerk, die eine Lösung für alles zu werden, quasi ein Walmart der sozialen Interaktion, Punkt, Punkt, Punkt. Darunter ist ein Bild, das eigentliche Comic-Panel, das ich jetzt beschreibe. Skizze eines Raums mit Regalen. Ein Strichmännchen hält eine Dose. Sprechblase. Oh, was ein Zufall, dass ich dich hier treffe. Ich habe nicht Supermarkt gesagt. Ich habe einen Raum mit Regalen beschrieben, weil das ist das, was sichtbar ist. Zweite Figur mit krausem Haar und Einkaufswagen. Sprechblase. Oh, hey, ja, wie geht es dir so? Krauses Haar war nicht wirklich notwendig für das Verständnis dieses Comics, aber es ist im Comic enthalten, deswegen habe ich es einfach dazu geschrieben, weil es eine Information ist, die da ist. Das ist ein bisschen Abwägungssache, wie viel ihr beschreibt und wie viel ihr nicht beschreibt. Ein bisschen was beschreiben ist immer besser als gar nichts beschreiben. Und dann ist noch unter dem Panel ein zweiter Text, und der heißt, wird es zwangsläufig zum Walmart der sozialen Medien? Das Comic ist ein bisschen schwierig, weil quasi dieser geteilte Satz oben und unten steht. Und da bin ich mir auch gerade nicht ganz perfekt sicher, wie ich das machen würde. Eventuell könnte man das auch zusammen beschreiben, aber ich habe es jetzt mal so exakt gemacht wie möglich. Das nächste, was ihr leider auf vielen Social-Media-Webseiten nicht tun könnt, aber zumindest wenn ihr einen eigenen Blog habt, ist entsprechende Links zu verwenden. Denn Links sind oft unangenehm für Screenreader, weil wenn da so random Zahlen und Buchstabenkombinationen drin sind, ist es wirklich eine Tortur zu hören. Und außerdem ist es ganz wichtig, dass der Link deshalb durch einen Text ersetzt wird und der Text den Inhalt des Links auch erklärt. Das ist praktisch, wenn du mit einem Screenreader über eine Seite mit vielen Links navigierst und dir nur die Links vorlesen lässt, weil dann, wenn die Links selbsterklärend sind, dann verstehst du, was die Links sind. Das heißt, wenn ihr eine tolle Seite mit Kassenvideos gefunden habt und die teilen möchtet, dann solltet ihr nicht die URL hinschreiben im Fließtext und auch nicht ein Hier-Klicken-Vermerk machen, sondern ideal einfach den Textausschnitt Seite mit tollen Katzenvideos verlinken. Content Notes. Content Notes, die werden auch manchmal als Content-Warnungen bezeichnet, können dabei helfen, dass Personen informierte Entscheidungen darüber treffen können, was für Content sie konsumieren wollen. Es geht darum, halt versteckte Themen, mit denen Menschen vielleicht nicht rechnen, die in einem Artikel vorkommen, einfach explizit vorher zu benennen. Die können übrigens unterteilt werden in Erwähnungen und Thematisierungen. Zum Beispiel, wenn jetzt Bildschirme oder der Linux-Kernel Themen wären, die Content-Notes brauchen, könntet ihr schreiben, dieser Artikel thematisiert Bildschirme, der Linux-Kernel wird erwähnt. Das sind natürlich zwei Themen, für die ich persönlich keine Content-Notes verwenden würde. Und es ist immer so eine Frage für der Abwägung, weil es ist schon ein Feature, was eher dazu gedacht ist, um Menschen, die Trauma erlebt haben, zu helfen. Und deswegen sind für mich Content Notes bei Themen, die häufig mit Trauma verbunden sind, wichtiger. Das C3IOC hat mal eine Liste für Content Notes zusammengestellt, die SpeakerInnen setzen wollten, und die kann ich hier mal empfehlen als Vorschlag. Und noch eine kleine Diversion. Street Complete ist eine wunderbare App, mit der ihr helfen könnt, OSM-Daten zu vervollständigen, also OpenStreetMap. Es ist quasi wie Pokémon Go, nur nützlich. Ihr geht in die Welt in der Welt herum und vervollständigt Straßen, die nicht gut genug getaggt sind. Und da könnt ihr eben insbesondere auch ganz, ganz viele Informationen setzen, die für Blinde, Gehörlose und Gehbehinderte bei der Navigation nützlich sind. Und das ist auch schon ein wunderbares Beispiel für Dinge, die Developers tun können, um mehr Accessibility bereitzustellen. Aber zuerst ein schlechtes Beispiel. Ich wollte mal im Kaufland einkaufen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt.
Aber diese Reizüberflutung, die in diesen Kaufhallen durch die ganze Werbung, durch rücksichtslose KundInnen, durch Bildschirme, die Animationen spielen und auch durch ziemlich krasse Bilder, die auf Produkten gesetzt werden, dort existiert, ist für mich einfach zu viel. Und ich habe einfach mal die Filialleitung gebeten, mach doch mal ruhiger, wenn ich da bin, oder führt sogar mal eine Stunde ruhiges Shoppen ein. Die Filialleitung hat mir allerdings gesagt, dass sie die Lautstärke der Kassen- und Beschallungssysteme gar nicht regulieren kann. Und das hieß dann, ja, wir können keine Barrierefreiheit anbieten. Ich frage mich, naja, Moment mal, ist denn das Interesse vom Kaufland, die Kunden mit Werbung zu beschallen, wirklich wichtiger als mein Interesse zu essen? Ich bin nicht der Meinung. Und deswegen boykottiere ich inzwischen auch mit einigen Freunden Kaufland überwiegend. Und es ist halt ein Fehler im System und hier hat wirklich ein Developer keine gute Arbeit geleistet. Dieses System hat alle Entscheidungen für die Mitarbeitenden der Filiale getroffen. Und da gab es gar keinen Raum mehr, irgendwie kulant zu sein. Und das ist einfach ein schlecht designtes System. Hier ist ein Single Point of Failure entstanden, der sich leicht vermeiden ließe, wenn es eben zum Beispiel die Option gäbe, Lautstärke anzupassen. Und wenn auch halt es Alternativen, also wenn es mehr Alternativen gäbe. Weil jede einzelne Sache kann schnell mit Barrieren verbunden sein. Es gibt Menschen, für die sind Textchats total problematisch. Es gibt Menschen, für die ist Telefonieren problematisch. Wollt ihr einen guten Support haben, habt ihr einfach Textchat und Telefonsupport. Zum Beispiel finde ich Selbstbedienungskassen in Supermärkten unfassbar angenehm. Aber es ist auch bei anderen Menschen mit wahnsinnigen Barrieren verbunden. Und da quasi Selbstbedienung, Fremdbedienungskassen anzubieten, schafft halt Alternativen und macht das Kassieren dann im Schnitt deutlich barriereärmer. Zu Videospiel-Developers. Eine ganz wichtige Sache ist ein anpassbarer Schwierigkeitsgrad. Ich finde sogar, ihr könnt so weit gehen, dass ihr einfach Balancing-Variablen im User-Interface offenlegt. Zum Beispiel Optionen für mehr Health, langsamere Spielzeit, zusätzliche Double-Jumps etc. Celeste hat da ein fantastisches Beispiel gemacht. Viele Variablen offengelegt. Alternative Wege zum Spielen anbieten ist auch ein wahnsinnig wichtiges Feature. Dirt Rally kann man als Arcade und als Simulation, Dirt-Spiele kann man als Arcade und als Simulation spielen. Es gibt in Super Mario Rally sogar zwei verschiedene Spielmodi, die mehr accessible sind und Dishonored ist einfach aus dem Spielsystem heraus mehr accessible, weil du dich entscheiden kannst, ob du actionreich oder stealthy sein möchtest. Ihr solltet etablierte Standards nutzen, wie Farben anpassbar machen, Untertitel Quick-Time-Events skippbar machen und auch neue Standards setzen, zum Beispiel mal Audiodeskription. Dafür gibt es übrigens auch Forderungen. Ich werde informiert, dass ich mich nicht beeilen muss. Hearthstone, da gibt es eine geduldete Community-Erweiterung, die das Spiel Streamreader-kompatibel macht. Und hier kann ich auch nur empfehlen, dass ihr eure Spiele modbar macht und Community-Content erlaubt. Wenn sich Menschen selber helfen können und Erweiterungen zu schreiben, die ihnen das Leben einfacher machen, ist das großartig. Und da braucht es eben aber auch die Unterstützung oder zumindest die Duldung der Betreibenden. Hier noch ein kurzes Kommunikationspack, das ich auf Telegram mal gemacht habe, das ihr auch gerne nutzen könnt für eure eigenen Projekte. Bei Web-Developers muss ich jetzt wirklich leider skippen, weil meine Zeit vorbei ist. Es gibt einen tollen Web Accessibility Guide, der auf meinen Seite, der auf meinen Folien hier verlinkt ist. Den könnt ihr nutzen und
Als Zusammenfassung würde ich noch sagen, Web Accessibility wird zunehmend besser und modernes Grafikdesign, also zum Beispiel, wenn modernes Grafikdesign sowieso hohe Kontraste hat, dass weil es automatische Tools gibt, die Barrieren kompensieren können und dass es auch unter Nutzenden immer mehr Awareness gibt, zum Beispiel eben auch durch Self-Advocates. Was ich auch sagen kann, Accessibility nutzt wirklich allen. Wenn ihr zum Beispiel Bildbeschreibungen sendet, ist es auch für Search Engine Optimization besser, weil Google sich freut, dass es die Bilder besser erkennen kann. Und Alternativen zu haben, ist auch für die allgemeine User Experience einfach großartig. Dark Patterns hingegen gehören wirklich gesetzlich verboten und bitte implementiert sie nicht. Es ist für alle Nutzenden wirklich nur nervig und im Zweifel verliert ihr auch welche. Was wir natürlich als CCC auch immer schon die ganze Zeit sagen, besonders smarte, besonders proprietäre Systeme, die sehr geschlossen sind und Entscheidungen für Nutzerinnen treffen, sind häufig problematisch. Auch aus Perspektive von Accessibility. Okay. Ich habe Beta Lars und ihr könnt mich gerne wahrscheinlich noch auf die Umwelt nachher kontaktieren, wenn ihr noch Fragen habt. Vielen, vielen Dank, Peter Lars. Das Thema ist umfassend, aber auch sehr wichtig. Daher super, dass du heute hier bist und dir Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Danke. Zur ersten Frage. Wenn eine Statistik, die ich bereits komplett im Text beschrieben habe, brauche ich dann noch zusätzlich eine Bildbeschreibung? Oh, ja, das ist ein guter Punkt. Manchmal kommt es vor in einem Artikel, dass quasi ein Bild nur zu einer Untermalung ist von Informationen, die wirklich schon komplett im Fließtext enthalten sind, zum Beispiel bei einer Statistik. Wenn die Informationen wirklich komplett enthalten sind, dann könnt ihr in die Bildbeschreibung einfach reinschreiben, Statistik, wie im Text beschrieben. Ihr solltet nicht die Bildbeschreibung weglassen, aber ihr müsst Sachen, die bereits beschrieben sind, nicht noch ein zweites Mal beschreiben. Okay, super. Danke. Dann habe ich eine Frage von meiner Seite. Gibt es, du hattest ja die Content Notes erwähnt, gibt es dafür ein Format, in dem man das, ja? Das ist so ein bisschen, es gibt zum Beispiel auf Mastodon ein Feature, wo du ein Feld hast, in dem du Content Notes setzen kannst. Das ist, wenn Webseiten sowas implementieren, ist es super. Und wenn ihr einen eigenen Blog schreibt, dann könnt ihr euch halt auch einen kleinen Textblock freihalten, wo eben am Anfang des Artikels Content Notes gesetzt sind. Sie sind aber noch nicht sehr etabliert, deswegen gibt es noch nicht besonders viele Standards. Hier kann ich empfehlen, euch mal umzugucken, wie es andere Menschen machen und das ein bisschen euch da Gutes zusammenpicken. Ja, danke. Dann hier eine super Frage. Gibt es gute Tools, die einem helfen, die Barrierefreiheit von eigenen Webseiten einzuschätzen, zu beurteilen? Ja, es gibt automatisierte Tools. Ein einfacher Hack ist es, zum Beispiel sich mal die Webseite ohne CSS anzugucken, weil das effektiv so ist, wie es Screenreader konsumieren. Und es gibt auch Tools wie, ich bin gut mit Namen. Ja, sonst kannst du das auch sehr gerne vielleicht, weißt du, in deine Folien noch reinpacken oder verlinken. Es ist ein Accessibility Guide verlinkt. Es gibt auch automatisierte Tools, die es halt automatisch checken. Cool. Danke. Wie ist denn die rechtliche Lage von Dark Patterns in Bezug auf Behinderungen? Mal abseits von DSGVO oder Cookie-Bannern. Gibt es da Gerichtsurteile, Regelungen, etc., die sich damit auseinandergesetzt haben? Also, soweit ich weiß, sind viele Webseiten außerhalb des Geltungsbereiches des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und das ist auch nicht wirklich stark. Die Ampelkoalition hat sich vorgenommen, dass in Zukunft Anbieter immer mehr zur Barrierefreiheit verpflichtet werden sollen. Und ich kann mir vorstellen, dass damit dann auch wirklich Dark Patterns
rechtlich rausfliegen. Manche Dark Patterns könnten auch aufgrund von eben unlauterem Wettbewerb und solchen Gesetzen problematisch sein. Und hier muss ich sowieso sagen, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die irgendwie alle, die zum Beispiel in die AGBs schreiben, aber die eigentlich gar nicht rechtskräftig sind. Aber es fehlen halt an vielen Stellen auch einfach noch Urteile. Und hier müsste ich sagen, Dark Patterns, rechtliche Situation, das ist ein eigener Vortrag. Ja. Okay, dann nächste Frage ist, wie ist das mit Umlauten in Zusammenhang mit Screenreadern? Funktioniert beispielsweise Ü, also ein Umlaut Ü, oder sollte man UE schreiben lieber? Nee. Wenn das in der richtigen Sprache getaggt ist, dass diese Tags könnt ihr in Webseiten setzen, dann und der Screenreader natürlich das auch unterstützt, das ist wieder die zweite Sache, dann können Üs auch richtig vorgelesen werden. Deutsch von einem englischen Screenreader vorgelesen haben, ist egal, wie die Umlaute sind, immer schrecklich. Also nein, schrecklich nicht, aber halt kann sehr unangenehm sein. Ja. Okay, gibt es niederschwellige Angebote für Demente im Netz oder ist da schon gar nicht mehr an Nutzung zu denken? Eine weitere Frage. Ich habe letztens mal mit einer Firma zu tun gehabt, die tatsächlich da genau Produkte für entwickelt hat. Ich kann da aber ad hoc gerade nichts sagen, außer googelt, ob es das gibt. Ich habe mich noch nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Okay, danke. Wie gut können Screenreader mit geschlechtergerechter Sprache umgehen? Gibt es da Empfehlungen? Bei geschlechtergerechter Sprache ist meine Lieblingsoption, wirklich neutrale Wörter zu verwenden. Zum Beispiel das generisch maskuline Mitbewohner lässt sich fantastisch zu einem neutralen Mitbewohner abkürzen. Oder auch Studierende als Format, das relativ gut verständlich ist. Gender-Sternchen sind manchmal ein bisschen schwierig, weil sie auch schwerer zu lesen sind. Das Format, das ich deswegen am liebsten benutze, ist eben der Unterstrich, weil der von den meisten Streamreadern auch schon so als kleine Pause vorgelesen wird und auch visuell relativ gut zu erkennen ist. Okay, super, danke. Eine Übersetzung, sei es in deutscher Schriftsprache oder DGS, ist grundsätzlich eine Bearbeitung, die eine Zustimmung des Copyright-Inhabers und der oder Inhaberin voraussetzt. Wie gehst du damit um? Fragst du vorher bei diesen nach? Also mir helfen da ja Creative Commons Lizenzen sehr, weil bei XKCD, ja, Creative Commons BY, also Menschen und Non-Commercial, war die Lizenz für das Comic. Das heißt, ich wusste, ich kann es adaptieren. Wenn zum Beispiel ein Non-Derivative oder gar keine Lizenz gesetzt ist, müsstet ihr theoretisch nachfragen. Aber dann könnt ihr auch in den meisten Fällen die Comics ja sowieso auch nicht republizieren. Und dann stellt sich gar nicht die Frage, ob ihr eine Bildbeschreibung hinzufügen könnt, wenn Bildbeschreibung mit Übersetzung hinzufügen dürft. Aber an der Stelle sage ich auch, also sorry, wenn euch KünstlerInnen verklagen, weil ihr eine Bildbeschreibung hinzufügt, wird euch wahrscheinlich nicht passieren. Genau, hoffen wir es, ja. Gibt es eine Übersicht über Accessibility Dark Patterns? Es gab auf dem DIVOG einen Vortrag über Dark Patterns. Und Dark Patterns sind allgemein schlecht. Auch nicht nur aus Accessibility-Hinsicht, sondern einfach allgemein. Anti-Pattern, ich kann sein, dass es Anti-Patterns gemeint war.
da bin ich mir gerade nicht sicher und mir fällt zum Thema Accessibility Anti-Patterns spontan nichts ein, aber da gibt es einige. Ja, okay. Genau, wir haben jetzt noch eine Frage, die sich hier gerade formuliert im Pad, aber die Regie hat gesagt, wir brechen jetzt hier ab. Du hast ja deinen Twitter Account, glaube ich, genannt, wo dann auch Leute noch gerne zu dir dich kontaktieren können. Ich bin auch auf Mastodon unter Chaos, auf Chaos.Solitude zu finden und im Tree of Solitude werde ich jetzt gleich ein bisschen im Quiet Cube rumhängen. Da ist ein Raum, der sowohl über die Welt als auch über den Hub erreichbar ist. Okay, vielen Dank dir. Also nochmal, du hast einen engagierten Vortrag hier gehalten, bitte Lars, und deinen Vorschlag, die Remote Chaos Experience und Online World beizubehalten, auch wenn wir uns wieder persönlich on site treffen können, finde ich großartig. Thank you.